Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass zwei ARD-Moderatorinnen, die Alexander Gauland interviewt haben, sich in einer Art und Weise verraten haben, dass sie eine klare Agenda ausführen wollen, dass die AfD oder andere Oppositionsparteien das in der Zukunft als Beweis nehmen können, weil es so eindeutig ist. Der Verschwörungsbegriff wird sehr wahrscheinlich absichtlich von vielen Medien ins Lächerliche gezogen, damit die Leute sich gar nicht dahingehend zu denken trauen. Dabei gab es Verschwörungen zu jeder Zeit und sehr wahrscheinlich gibt es natürlich auch heute Verschwörungen, so wie wir sie jetzt ja auch entdecken können, mit der klaren Agenda, die viele Medien verfolgen und die sich auch nachweisen lässt, so wie hier in diesem Interview. Im Folgenden das 13-minütige Interview. Danach habe ich noch einmal die Fragen der Moderatorinnen zusammengefasst, weil sie besonders wichtig sind und man auf sie besonders achten sollte. Wenn ihr das Interview schon kennt und ihr auch die Fragen nicht nochmal angucken wollt, könnt ihr natürlich beides überspringen. Es sind ja Kapitel angelegt. Ich hoffe, ihr seid nicht davon gelangweilt, dass es sich schon wieder um ein Interview mit Gauland handelt. Im Moment macht er ein Interview nach dem anderen und eigentlich alle Interviews sind ziemlich gut und spektakulär. Die AfD wird ja auch weiterhin selten eingeladen und dann eben meistens nur die Spitzenvertreter wie Gauland. Im Folgenden das Interview. Herr Gauland, Sie waren eben noch im Plenum. Die letzten Debatten dieser Legislatur. Gestern hat die Kanzlerin ihre wahrscheinlich letzte Regierungserklärung abgegeben. Sie haben Angela Merkel in der Legislatur viel kritisiert. Bei aller Kritik. Was sind Ihre Verdienste? Was ist das Vermögen von Angela Merkel? Was bleibt von dieser Kanzlerschaft? Dass sie an der Macht geblieben ist für ihre Partei, die sie aber inhaltlich völlig entkernt hat. Und durch ihre Politik natürlich, das muss man einfach einräumen, hat sie die AfD möglich und groß gemacht. Ob das nun ein besonderer Erfolg für die CDU ist, weiß ich nicht. Aber das ist das Einzige, was bleibt. Für die deutsche Politik war Angela Merkel aus unserer Sicht, aber das hat meine Kollegin Weidel ja gesagt, verheerend. Viele falsche Entscheidungen, die uns jahrelang begleiten werden, sind getroffen worden. 2015 die Öffnung der Grenzen, die Energiewende, Abschaffung der Wehrpflicht. Es fällt einem gar nicht alles ein, aber das ist ganz klar, das ist eine politische Bewertung. Tatsächlich hat sie sich geschickt an der Macht gehalten. Ich wollte gerade sagen, muss ja vielleicht auch etwas geben, was dem Wähler Vertrauen geschenkt hat in ihrer Person. Das können Sie nicht teilen. Sie hat sich an bestimmte linksgrüne Stimmungen sehr gut sozusagen angeschmiegt. Sie hat mit der von ihren Beratern vorformulierten asymmetrischen Wählerdemobilisation die CDU als Partei mit Inhalten entkernt, aber dadurch natürlich machtpolitisch gewonnen. Das ist völlig klar. Das würde auch niemand bestreiten. Das war nun die erste Legislatur der AfD im Bundestag. Sie haben sie als AfD-Fraktionschef begleitet und mit den Worten, wir werden sie jagen, eingeleitet. Was ist denn Ihre Bilanz für die vergangenen 4 Jahre? Die ist gemischt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn eine junge Fraktion im Parlament ankommt, muss sie sich natürlich erstmal an Verschiedenes gewöhnen. Ich gebe zu, ich hatte mir nicht vorgestellt, welche Feindschaft einem entgegenschlägt. Offensichtlich ist der Bundestag nicht mehr gewöhnt, dass grundsätzliche Opposition auch wirklich die Aufgabe der Opposition ist. Ich habe als junger Mensch noch die Reden von Wehner, Dehler, Heinemann gehört. Da waren die Auseinandersetzungen im Bundestag leidenschaftlich. Und wir haben dann mittags an den Radios gesessen und uns angehört, die verschiedenen Positionen. Das ist offensichtlich inzwischen auch durch die Politik der Kanzlerin
so eingedampft worden, dass in diesem Bundestag so eine Art Engführung der Meinungen entstand, die wir aufgebrochen haben. Und dieses Aufbrechen ist den anderen fürchterlich auf die Nerven gegangen und hat zu einer rauen Atmosphäre geführt, die ich nicht immer beglückend empfand, aber die notwendig ist, wenn man über Grundfragen der Nation debattiert. Und dazu ist der Bundestag ja da. Aber hat das nicht auch ein bisschen damit zu tun, wie man in den Wald hineinruft? Ich denke mal, die AfD ist die Partei, das kann man ja auch statistisch belegen, die die meisten Ordnungsrufe erhalten hat. Wenn Beatrix von Storch Marco Buschmann als Terroristen bezeichnet, dann ist das ja doch ein anderer Umgangston. Also der Umgangston ist von den anderen vorgegeben worden. Dass man auch mal Fehler macht, das würde ich niemals bestreiten. Aber es ist uns von Anfang an eine derartige tiefe Ablehnung entgegengebracht worden, dass Sie ja auch daran sehen, dass wir bis heute keinen Vizepräsidenten haben, dass in wichtigen Gremien wir nicht gewählt worden sind. Und das hat ja nun nichts mit unserer Meinung zu tun, denn den verschiedenen Kandidaten des Vizepräsidenten, die wir aufgestellt haben, konnte man Verfehlungen in keiner Weise nach- oder vorweisen. Von daher, nein, es ist schon eine grundsätzlich andere Atmosphäre in diesem Parlament entstanden. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir in grundsätzlicher Opposition zu viel mehr Dingen stehen als alle anderen Parteien. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass die anderen uns von vornherein sozusagen nach dem Motto begegnet sind, so schnell wie möglich müssen die wieder raus. Und das wird nicht funktionieren. Ja, Sie haben recht. Es hat keinen AfD-Vertreter ins Präsidium geschafft, trotz mehrfacher Anläufe. Es gab aber doch auch Vorfälle, die sicher auf die AfD zurückzuführen sind. Zum Beispiel hat der Bundestag ja seine Regularien verändert, seine Sicherheitsbestimmungen, nachdem ein Mitarbeiter der AfD mit einem Messer in den Bundestag hineingelaufen ist, nach eigener Aussage. Es hat Vorfälle gegeben, dass Gäste der AfD bei der Debatte um das Infektionsschutzgesetz andere Abgeordnete bedroht haben und lautstark angegriffen haben. Also das ist ja doch schon etwas, eine politische Kultur. Wollen Sie die vertreten? Ist es das, was einem Hohen Hause würdig ist? Also wir haben uns für den Vorfall, den Sie jetzt ansprechen, entschuldigt. Da haben in der Tat Gäste von uns sich daneben benommen. Aber wenn man sich dafür entschuldigt und dafür einsteht, kann das nicht zur Folge haben, dass wir 4 Jahre lang als Aussätzige behandelt werden. Und wenn Sie in dem Plenum sitzen, wie ich das tue, und bei wichtigen Debatten sozusagen hören, was Ihnen entgegengerufen wird, da kann ich nur sagen, ist die AfD im Rufen aber harmlos. Es gehört wahrscheinlich nicht zu den, Vorzügen des Hohen Hauses, wenn Sie da sitzen und es wird Ihnen Nazi, Faschist, Rechtsextremer, Hetzer und so weiter entgegengerufen. Dass Sie dabei nicht freundlich zurückblicken, sondern auch mal ordentlich zulangen, das ist die natürliche Antwort und das haben wir auch richtig gemacht. Also da gibt es einfach unterschiedliche Sichtweisen darüber, wer sozusagen was Henne und was Ei ist. Was sagen Sie denn, was tatsächlich die Bilanz ist? Sie haben gesagt, es war auch noch Luft nach oben für die AfD. Haben Sie denn mit dem Ansatz der Fundamentalopposition was erreichen können? Haben Sie das erfüllt, was die Wählerschaft von Ihnen erwartet hat? Sie können als Opposition immer nur, da die Regierung nichts von dem und keinem Antrag sozusagen zustimmen wird, können Sie immer nur erreichen, dass die öffentliche Debatte geöffnet wird, dass Sie für Ihre Position Mehrheiten, im besten Fall, aber jedenfalls Zustimmung in der Öffentlichkeit finden, dass sie sich fest etablieren, und das ist der AfD gelungen. Keiner fragt mehr nach der 5%-Klausel. Das heißt, unsere Politik als Bundestagsfraktion war so erfolgreich, dass wir sicher davon ausgehen können, dass wir
hoffentlich sogar stärker, aber auf jeden Fall genauso stark wieder in den Deutschen Bundestag kommen. Und das ist für eine Fraktion, die das erste Mal da ist, eine große Leistung. Dazu kommt, die innerparteilichen Schwierigkeiten sind ja bekannt, dass wir eine Fraktion zusammengehalten haben, bei der das am Anfang nicht so ganz sicher war, denn unsere frühere Vorsitzende wollte ja ganz offensichtlich eine zweite Fraktion bilden. Also wir sind schlagkräftig geworden, wir haben uns gerade gegen die zum Teil ausgesprochenen Hasskampagnen erfolgreich zur Wehr gesetzt und wir haben eine gute Ausgangssituation für die nächsten Bundestagswahlen gewonnen. Das ist das Stichwort. Die letzte Wahl vor der Bundestagswahl, Herr Gauland, war die Wahl in Sachsen-Anhalt. Da sind Sie zweitstärkste Kraft geworden, mussten aber Einbußen hinnehmen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hat auch von der AfD Wähler zurückgewonnen. Droht Ihnen nicht, wenn Sie als Protest wahrgenommen werden, was der Linkspartei jetzt passiert, nämlich wenn sie nicht in Regierungsverantwortung kommt und das nicht umsetzen kann, dass sie sich marginalisiert? Wie wollen Sie da den richtigen Weg finden? Also Sachsen-Anhalt ist ein gutes Beispiel. Ja, es ist völlig richtig, dass wenn eine starke Auseinandersetzung inhaltlich stattfindet, sozusagen auf den letzten Metern der jeweilige Regierungschef, das ist nicht nur in Sachsen-Anhalt so gewesen, das ist in Mecklenburg-Vorpommern so gewesen, das ist in Brandenburg so gewesen, da gewinnt der Regierungschef, weil die Leute einfach ein gewisses Sicherheitsgefühl ausdrücken wollen mit ihrer Stimmabgabe. Daraus kann man überhaupt nicht schließen, dass wir sozusagen die Opposition abschwächen müssen. Nein, wir müssen ganz klare Opposition sein. Alle, die diese Regierungspolitik nicht wollen, wählen am Ende uns. Und dass wir gegen alle Parteien eine so starke Position in Sachsen-Anhalt wiedergewonnen haben, zeigt ja, dass diese Politik auch richtig ist. Wollen Sie überhaupt regieren? Das haben wir immer deutlich gesagt. Mittelfristig muss jede Partei versuchen umzusetzen, was sie anspricht, was sie fordert. Das geht aber nur unter anderen Bedingungen als kleiner Juniorpartner einer entkernten CDU hat mitregieren gar keinen Zweck. Da bin ich lieber hart in der Opposition. Aber natürlich müssen Sie auf Dauer das Ziel haben, in der Politik Verantwortung zu übernehmen. Das wird noch eine ziemliche Zeit dauern. Da mache ich mir überhaupt keine Illusion. Denn es ist ja sicherlich auch schwierig, wenn keiner der möglichen Partner sagt, er möchte mit Ihnen regieren. Das ist mir völlig klar. Da wird es auch Entwicklungen geben müssen, die noch in der Zukunft liegen. Ich nehme zum Beispiel an, dass die CDU überhaupt erst, wie soll ich sagen, umlernt, wenn es möglicherweise, vielleicht ist es auch nicht so, eine grün-rot-rote Koalition gibt und die CDU keine anderen Optionen mehr hat. Vorher wird sie in der Tat nicht mit uns in irgendeiner Weise versuchen wollen, zu einem Arrangement zu kommen. Das ist also in der Politik, da mache ich mir auch keine Illusion. Aber glauben Sie wirklich, dass die CDU ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse aufhebt? Das wird sie im Moment nicht tun. Ich habe ja gerade deutlich gesagt, das ist eine längerfristige Entwicklung. Sollte es eine grün-rot-rote Koalition geben, dann wird in der CDU ein Umdenken stattfinden, was es ja in einzelnen CDU-Gremien durchaus gibt. Es ist ja nicht so, dass diese Geschlossenheit als Abwehr gegen die AfD sozusagen durchgehend ist. Auch in Sachsen-Anhalt hat es immer wieder Stimmen gegeben, die gesagt haben, es ist besser, wir machen was mit der AfD. Aber ich Nur die hat Rainer Haseloff gerade eingefangen, diese Stimmen. Diese Stimmen hat Rainer Haseloff gerade eingefangen. Ja, klar. Ich mache mir ja auch gar keine Illusionen darüber, dass das jetzt die Dominante in der CDU sein wird. Dazu bedarf es noch einer langen politischen Entwicklung. Schauen wir noch zum Schluss auf den Sommer. Der Wahlkampf steht jetzt bevor. Es wird sicherlich alles ein bisschen anders laufen, je nachdem, wie Veranstaltungen tatsächlich stattfinden können für den Wahlkampf. Sie sind ja auf Platz 1 der Landesliste in Brandenburg. Wie wird denn Ihr Sommer aussehen? Wird das vor allem Wahlkampf sein oder ist auch noch Zeit für Urlaub, Pause? Also in meinem Alter muss man auch mal ausspannen. Also ich werde
einen kurzen Urlaub machen, aber dann ist natürlich Wahlkampf hauptsächlich in Brandenburg, aber auch in anderen Bundesländern angesagt, das ist aber völlig klar. Und dann sind Sie wieder in der Opposition in der kommenden Legislatur anzutreffen? Ja, natürlich. Warum? Sie hatten ja immer mal überlegt, ob Sie überhaupt noch weitermachen in der Politik. Ja, nun gut, das hat sich ja dadurch erledigt, dass ich in Brandenburg wieder Spitzenkandidat bin. Sie wissen, dass wir in Brandenburg etwas Schwierigkeiten hatten und dass der Spitzenkandidat sozusagen ausgefallen ist. Aufgrund von Rechtsextremismusvorwürfen, ja auch vom Bundesvorstand ausgeschlossen wurde. Sondern er hat möglicherweise falsche Angaben gemacht, das ist was völlig anderes. Und da hat die Partei einen Spitzenkandidaten nochmal gesucht und da habe ich das nochmal gemacht. Das ist der Hintergrund, aber das habe ich auch immer gesagt und das weiß auch jeder. Dann danken wir Ihnen, Herr Gauland, für dieses Gespräch, okay. AfD-Fraktionschef. Bei aller Kritik, was sind Ihre Verdienste? Was ist das Vermögen von Angela Merkel? Was bleibt von dieser Kanzlerschaft? Ich wollte gerade sagen, muss ja vielleicht auch etwas geben, was dem Wähler Vertrauen geschenkt hat in Ihrer Person. Das können Sie nicht teilen. Mit den Worten, wir werden Sie jagen, eingeleitet. Was ist denn Ihre Bilanz für die vergangenen 4 Jahre? Aber hat das nicht auch ein bisschen damit zu tun, wie man in den Wald hineinruft? Ich denke mal, die AfD ist die Partei, das kann man ja auch statistisch belegen, die meisten Ordnungsrufe erhalten hat. Wenn Beatrix von Storch Marco Buschmann als Terroristen bezeichnet, dann ist das ja doch ein anderer Umgangston. Ja, Sie haben recht. Es hat keinen AfD-Vertreter ins Präsidium geschafft, trotz mehrfacher Anläufe. Es gab aber doch auch Vorfälle, die sicher auf die AfD zurückzuführen sind. Zum Beispiel hat der Bundestag ja seine Regularien verändert, seine Sicherheitsbestimmungen, nachdem ein Mitarbeiter der AfD mit einem Messer in den Bundestag hineingelaufen ist, nach eigener Aussage. Es hat Vorfälle gegeben, dass Gäste der AfD bei der Debatte um das Infektionsschutzgesetz andere Abgeordnete bedroht haben und lautstark angegriffen haben. Also das ist ja doch schon etwas, eine politische Kultur. Wollen Sie die vertreten? Ist es das, was einem Hohen Hause würdig ist? Also da gibt es einfach unterschiedliche Sichtweisen darüber, wer sozusagen was Henne und was Ei ist. Haben Sie denn mit dem Ansatz der Fundamentalopposition was erreichen können? Sachsen-Anhalt, da sind Sie zweitstärkste Kraft geworden, mussten aber hinnehmen. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt hat auch von der AfD Wähler zurückgewonnen. Droht Ihnen nicht, wenn Sie als Protest wahrgenommen werden, was der Linkspartei jetzt passiert? Wollen Sie überhaupt regieren? Denn das ist ja sicherlich auch schwierig, wenn keiner der möglichen Partner sagt, er möchte mit Ihnen regieren. Aber glauben Sie wirklich, dass die CDU ihre Unvereinbarkeitsbeschlüsse aufhebt? Aufgrund von Rechtsextremismusvorwürfen und, ja auch vom Bundesvorstand ausgeschlossen wurden. Wie kann man jetzt den Nachweis führen, dass diese beiden Moderatorinnen eine klare Agenda verfolgen? Das Interview läuft so ab. Alexander Gauland hat viel Zeit zu antworten und er nutzt die Zeit so, dass er eigentlich schildert, was passiert ist. Also er legt das, was er erlebt hat, legt er dar. Interessant ist, dass er es im Bundestag ausführlich schildert, aber man merkt auch, er konsumiert keine Medien. Das ist die entscheidende Schwäche wahrscheinlich von vielen Vertretern, dass sie die Medien nicht verfolgen, sondern nur den Bundestag mitbekommen und gar keine Vorstellung davon haben, was in den Medien abläuft die ganze Zeit. Aus dem Grund wahrscheinlich erwähnt Gauland von sich aus die Medien nicht. Was machen jetzt die beiden Medienvertreterinnen? Bei allen Schilderungen Gaulands wollen sie immer den Eindruck erwecken, mit den anderen Parteien ist alles normal, mit den Medien, alles ist bestens, es ist allein Schuld der AfD. Und sie müssen dann auch immer reingrätschen. Das heißt also immer, wenn jetzt Gauland was sagt, die anderen behandeln uns schlecht, dann kommen sie immer an und sagen, ja, aber es sind doch eigentlich sie schuld. Oder legen das nahe. Sie wollen das so ein bisschen verstecken, dass sie so tun, ja, es gibt zwei Anschauungen, aber warum erwähnen sie das überhaupt? Das ist unnormal, das zu erwähnen. Natürlich gibt es Anschauungen. Jeder weiß, dass die anderen Parteien andere Anschauungen haben. Aber sie muss jetzt sozusagen gleich framen, was Gauland erzählt. Er ist schuld, die AfD ist schuld. Und so geht das ganze Interview. Es wird immer klargestellt, ja, es ist doch wahrscheinlich, liegt es doch an der AfD. Und daran erkennt man jetzt genau, dass das nicht stimmen kann. Weil es zu eindeutig ist. Es ist zu sehr schwarz-weiß. Nach den Moderatorinnen
ist alles in bester Ordnung. Es hat nur allein die AfD Schuld. Ansonsten ist alles in Ordnung. Die anderen Parteien, die Medien, das ist alles bestens. Das ist die Suggestion, die ganz klare Suggestion. Es ist immer nur die AfD Schuld. An allem. Und dann kommen natürlich die Framings hinzu. Die Tricks, die ja in jeder Frage verwendet werden. Also in fast jeder Frage. Am Ende wurden dann noch ein paar belanglose Fragen gestellt. Allein schon zu Angela Merkel. Es soll Gauland in die Bredouille gebracht werden. Er soll jetzt etwas Positives zu Merkel sagen. Das heißt, wenn er jetzt nichts Positives sagt, dann ist er sozusagen der Spielverderber. Aber schauen wir uns das einmal umgekehrt an. Wurde Angela Merkel jemals gefragt, was finden Sie positiv an Gauland? Sagen Sie, was finden Sie positiv an der AfD? Es muss doch irgendwas geben, was Sie an der AfD positiv finden. Man kann ganz sicher sein, dass diese Frage wurde noch nie gestellt von den Altmedien. Also würde ich darauf wetten, dass es so eine Frage noch nie im Öffentlich-Rechtlichen gestellt wurde. Ganz sicher nicht, oder überhaupt bei den ganzen Altmedien. Das ist sozusagen eine Unverschämtheit, dass Gauland sich jetzt etwas Positives an Merkel finden soll, die AfD permanent verunglimpft, auf das Schlimmste, die AfD entmenschlicht, sie als eigentlich das Schlimmste darstellt, was es gibt, das sind die Nazis, also das ist der Nationalsozialismus. Etwas Schlimmeres gibt es nicht, es gibt keine Steigerung. Am Ende des Interviews hat sich die eine Moderatorin, die immer so etwas nervös gewirkt hat, so, ja, habe ich jetzt das Framing-Manual richtig ausgeführt? Habe ich jetzt alles richtig gemacht und immer so ein bisschen hektisch durch die Gegend guckt? Am Ende verrät sie sich auch noch ganz eindeutig, indem sie den Ausschlussgrund von Kalbitz falsch benennt. Das kann kein Zufall sein. Das war natürlich die Suggestion, die Meuthen auch nahegelegt hat, dadurch, durch dieses Vorgehen, dass mit ihm was nicht stimmt, dass mit Kalbitz etwas nicht stimmt. Aber formal ist das einfach falsch zu behaupten, so wie diese Journalistin es gemacht hat. Und warum macht sie das? Das ist natürlich kein Zufall. Es sind Journalisten, die haben ihr Handwerk gelernt. Das ist auch ganz wichtig, auch hier wieder, dass man die Leute in Dummheit nicht durchgehen lässt. Weitere Beispiele sind die zweideutige Darstellung von dem Vorfall letzten Herbst, als Gäste von der AfD Abgeordnete belästigt haben. Die Formulierungen der Moderatorinnen legen jetzt das Schlimmste nahe, sodass also Zuschauer, die jetzt nicht darüber Bescheid wissen, Schlimmeres annehmen als das, was passiert ist. Sie hat die Vokabeln genau so gewählt, dass es das gerade noch beschreibt, aber der Zuschauer, der das nicht mitbekommen hat oder der sich vielleicht nur vage erinnert, etwas Schlimmeres annimmt als das, was tatsächlich passiert ist. Das ist natürlich auch kein Zufall. Ein weiteres Beispiel für die Unzweifelhaftigkeit, dass doch alles in Ordnung sein soll, ist das Heranziehen dieses Beispiels mit den Ordnungsrufen. Das heißt, es wird gesagt, ja, dass die AfD schlecht behandelt wurde, sie sind doch selbst schuld, denn die AfD hat doch die meisten Ordnungsrufe. Die Art und Weise, wie die AfD beschimpft wurde, wo sich mit Nazi und diese schlimmen Beleidigungen, das haben die anderen sich natürlich juristisch schön zurechtgelegt, dass das noch freie Meinungsäußerung ist und keine Beleidigung ist. Sagen, das fällt nur die freie Meinungsäußerung, obwohl es natürlich Beleidigung ist, obwohl es eigentlich die schlimmstmöglich denkbare Beleidigung ist. Aber sowas darf man sagen, das fällt unter die Meinungsfreiheit, weil es ja ganz wichtig ist, dass man einen politischen Gegner so beschimpfen darf in einer Demokratie. Das haben die anderen sich genau angeguckt und haben dann ihre Beleidigung so gewählt, dass sie keine Ordnungsrufe bekommen haben. Obwohl natürlich das viel schlimmer war, jetzt für den Zuschauer sich anzugucken, als das, was die AfD gemacht hat. Das wissen diese Moderatoren natürlich auch ganz genau, aber sie verschweigen hier das absichtlich. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was ich jetzt hier nicht erwähnt habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!